es alles gut durchdacht. Der Spiegel macht mehr Angst nach dem, was passiert ist. Er spiegelt wahrheitsgetreu mein hässliches Gesicht wieder. Meine abstoßende Seele. Doktor, du bist nicht abstoßend. Wie kann jemand, der abstoßend ist, so edle, hohe Ideale haben wie du? Vielleicht. Vielleicht haben sie recht. Es ist Zeit, das Tuch zu lüften. Das Licht tut weh. Hast du die Vorhänge geöffnet? Doktor, ich kann nichts sehen. Schauen Sie sich dieses Gemälde an, Isolde. Erinnert es Sie an etwas? Ich kann es nicht deutlich sehen, Doktor. Es ist zu hell hier. Könntest du die Vorhänge etwas zuziehen? Das ist das Gemälde Ihres verstorbenen Bruders. Die Rettung. Wir haben eine einfache Tatsache übersehen, Isolde. Bis Heinrichs letzte Worte uns alle daran erinnerten. Theophil schrieb seine Notiz in Verzweiflung, nannte aber sein letztes Gemälde die Rettung. Doktor, es ist so hell hier. Können wir woanders reden? Wie konnte ich das übersehen, Isolde? Eine noble Dame wie Sie kann nicht nur singen und tanzen, sondern auch zeichnen. Theophil war ein feiner Herr, aber nur fein. Er war talentiert, aber nicht begabt. Die Frauen des Detastorfs waren schon immer bessere Medien als ihre Männer. Sie sind viel begabter als ihr Bruder. Sollen wir euch beiden dankbar sein? Du und dein Bruder, ein paar Messiasse dieser Ära? Einer von euch schrie die Wahrheit in einem bemitleidenswerten Gedicht heraus und hielt seine Verzweiflung in Form von Kunst fest. Und der andere? Doktor! Und der andere wollte die Farbe von oben abkratzen, ihre wahren Farben enthüllen und sie neu formen. Das bist du, Isolde. Du hast versucht, die Verzweiflung abzukratzen und die Welt mit deinen mitfühlenden, mitleidigen Händen neu zu formen. Er schuf die Kunst und du hast sie vervollständigt. Du und dein Bruder seid die Mitgestalter dieses Gemäldes, aus Mitleid für diese Welt. Und deshalb war es das einzige Werk, das den Brand überstanden hat. Habe ich recht, Isolde? Sag es mir! Mit Heinrichs Hilfe habt ihr beide den Anführer von Manus Vindictae getroffen. Ihr habt das Wunder gesehen. Euch wurde der Weg zur Rettung gezeigt. Aber der arme Theophil konnte nicht akzeptieren, was ihm gesagt wurde. Wie du wurde er von seinem edlen Blut verflucht. Er hatte Mitgefühl für die Welt, hielt aber dennoch an den Privilegien des Adels fest. Er wollte nicht mit Manus Vindictae zusammenarbeiten, aber er wollte auch keinen Krieg. Er hatte seine inneren Kämpfe. Als Begünstigter der Rettung war das Schreiben von Verzweiflung sein einziger Ausweg. Er musste sein Leben nehmen, um den Schmerz zu beenden. Und er wollte, dass du dich ihm anschließt, damit ihr beide gemeinsam von der Qual befreit werdet. Aber er übersah die Tatsache, dass du im Gegensatz zu ihm bereits in Verzweiflung lebtest. Alles, was er hatte und ihm wichtig war, hatte nie dir gehört. Die Zerstörung dieser Welt bedeutete dir nichts. Mein Kopf tut wirklich weh. Also hast du aus Mitleid den Abzug gezogen.
Ich kann nicht sehen. Könntest du bitte das Licht im Raum dimmen? Betrachte dieses Gemälde. Schau dir diese Spiegel an, Isolde. Was hat dir der Anführer von Manus Vindicte gezeigt? Was ist der Weg zur Rettung? Ist es ein Zauber? Ein Ritual? Du bist die Einzige, die es weiß. Doctor, you must stop using the mirror. You will both collapse if you continue to force her. I'm running out of options. I have to hypnotize her. Hypnotize me? You, Miss Clara. The doctor who resents hypnosis and had even fought a duel to stop it. You are going to use it on me. Why? Because I'm a hysterical, irrational woman? The wicked witch? The cursed, inconsolable arcanist? Why? Why are you like this to me? Please calm yourself, Isolde. And fix your eyes on this watch. Why? Did I do something wrong again? Am I hopelessly incurable? Why couldn't you cure me? Can't you save me from despair one more time? Isolde, gehe zum Ort des Friedens, zum Heim der Nacht. Du bist die grausamste von allen. Wenn du bereits eine Entscheidung getroffen hast und denkst, dass ich schuldig bin, warum behandelst du mich dann so sanft? Wenn das die Lösung ist, die du gebracht hast, werde ich sie mit Freude annehmen. Now, tell me, Isolde, what do you think of when you look at this painting? I am
intrigued by the name of your little group. The Circle. Yes, unlike other animals, there's a power in every one of us. It's the source of our instinct. Following it, man survives the cruelty of nature. In awe of this extraordinary power, the first of man drew a magical circle on the ground, symbolizing a higher power and declaring that man would no longer be at the mercy of nature. That was the first circle, the first magic, the first art. An interesting take. I happen to have a circle too. This is also an ancient miracle. A circle of salvation. It shelters the chosen ones from the falling rain and sees them to the promised land. Ritual! We did it! Finally! News from the front line. They have sent home the storm immunity ritual. Get to work, people. In the 22 hours before the storm arrives, the whole world is our proving ground.